Und damit sind wir wieder bei The Pirate Plague of the Dead. Bei einem weiteren Let's Play-Projekt von mir. Ja, jetzt ist es 10 vor 10. Bis 20 nach 10 geht die Folge. Gerade eben habe ich Dark aufgenommen und wie gesagt, ich nehme die jetzt beide auf und lade sie dann danach hoch und hoffe, dass von dem Internet her klappt. Beim letzten Mal bei The Pirates hatten wir eine eigentlich extrem kurze Folge. Wir hatten gerade mal 13 Minuten. Wir haben im Grunde nur den Namen unseres Schiffes geändert. Das ist jetzt nicht mehr die Icarus, sondern die Devil's Nurse. Außerdem haben wir die Flagge geändert auf britisch. Captain, I heard something we might find useful. Okay. In Peking Harbor, there's an influential merchant named Ebenezer Hamilton. This guard that he operates from the Spanish town. He managed to bribe the governor and the commander. Also von wegen, er hat was Nützliches gehört. Im Hafen Pekumi ist ein einflussreicher Händler namens Ebenezer Hamilton. Und er macht dort anscheinend Sachen für die Spanier. Und er hofft, also ich übersetze es jetzt so, dass er sich erhofft, Waren zu bringen zum Gouverneur. Und bis dahin ist der Hafen ein Piraten- und Schmuggler. Ist der Hafen ein Ort, der für Piraten und Schmuggler freundlich ist. Und ja, er kann uns ausrüsten mit vielen nützlichen Dingen. Nein, mit vielen Aufgaben, die gut bezahlt sind. Und Pekuni Harbor, also der Hafen Pekuni, ist auf der Map markiert. War jetzt keine Ahnung, warum das jetzt auf Englisch war. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut übersetzt. Kann nicht perfekt Englisch. Also wir haben nur die Flagge auf Britisch geändert und eben jetzt die Devil's Nurse den Namen geändert. Außerdem, ich glaube, ein paar Bomben für Mörser gekauft und so, aber nicht viel. Ja, jetzt schauen wir mal, wo ist denn diese neue Pekuni Harbor, Schiffswerft. Ach, das ist gleich um die Ecke quasi. Und ja, wir werden ja jetzt insgesamt hier nach Kingstown gehen und versuchen, Kingstown einzunehmen. Lese ich nur kurz wegen Pekuni Harbor. An diesem Hafen lässt du deine Crew tauschen oder mieten und Schiffe kaufen. 10 Stunden Reisezeit, 50 Meilen weg. Jetzt werden wir erstmal gucken, bevor wir dahin segeln, was in Kingstown denn Wichtiges ist. Das Segeltuch ist teuer in diesem Hafen. Du kannst in einer anderen Stadt billiger kaufen, um es hier zu verkaufen und einen Gewinn zu machen. Das werde ich nämlich tun. Das heißt, wir werden jetzt bei Rookneck Ridge erstmal noch Segeltuch kaufen, ein bisschen. Übrigens, eine Sache habe ich schon gezeigt, aber die muss ich euch dann später zeigen. Wegen dem Reparieren während einer Schlacht war mal eine Frage in den Kommentaren. Das Schiff führen, wir haben ja hier Segeltuch, ne? 32, aber weißt du was, wir müssen gar nicht hier laden. Wir haben ja 32 mal Segeltuch hier. Ja gut. Dann Anker lichten und wisst ihr was, ich segle jetzt erstmal zu diesem neuen Hafen, den wir jetzt erst seit diesem Mal haben, weil der ist hier direkt daneben. Welche Richtung ist denn das? Südosten. Der ist jetzt direkt daneben. Ich meine, das sind gerade mal 10 Stunden Reisezeit, 50 Meilen, der ist nicht weit weg. Ja, das mache ich mal. So. Osten, nein, die andere Richtung. Hier in diese Richtung so. Und natürlich gehen wir wieder auf dreifache Geschwindigkeit, um es schneller zu machen. Ich weiß schon, ich wollte sofort eigentlich nach Kingstown, aber dieser Hafen kam halt gerade erst. Und ich werde jetzt übrigens gerne Schiffen aus dem Weg gehen. Weil jetzt sind wir so schön auf neutral. Ich will nicht sofort wieder als Pirat gelten. So, Windgeschwindigkeit 20 Knoten, 14,5 Knoten geht unsere Devil's Nurse in einer schönen Nacht auf dem Meer. Okay, da vorne sind ein paar Wolken.
Bin mal gespannt. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass er eigentlich handeln wollte mit dem Gouverneur und mit dem Commander, aber vielleicht habe ich es auch falsch übersetzt, dass er eigentlich mit denen ein Problem hat. Ja, ich folge jetzt keinen Pfeil. Ich mache jetzt straight, weil erstens will ich Kingstown schaffen und zweitens, oder weißt du was, das ist ein ordentlicher Marker. Das machen wir mal schon. Ah, ich glaube, es ist das Wrack da vorne. Ich glaube, im Kreis um das Wrack zu durchsuchen. Ja, es ist das Wrack. Ja, okay, Wrack können wir mal machen. Und uns ein bisschen zünziges Gold und so. Ich wollte jetzt dem Pfeil halt nicht folgen, damit wir dann nicht, nicht rumeiern, aber. Na komm, Wrack geht schon. Okay, ein bisschen weiter noch. Das müsste reichen. Sie fanden 32 Goldmünzen und 88 Goldmünzen durch John Rackham. Sehr schön. Wir haben ja beim letzten Mal auch gelesen, ne? Kannibalenlager gibt es auch. Oh. Wollte ich jetzt nicht. Dingen wird denn gerade richtig? Ich glaube, ich sehe das Schiff nicht richtig, aber ich glaube schon. Ja, aber jetzt das Survival würde nach ganz hinten gehen, das mag ich jetzt nicht. Oh nein, scheiß ein Schiff. Ich will jetzt unerkannt bleiben. Normalerweise würde ich sie sofort plündern, das wisst ihr ja, aber... Ich will jetzt nicht nach Kingstown, das fahre ich dann natürlich per Schnellreise. Ich will jetzt nur zu diesem Hafen kommen. Oder wisst ihr was, zu diesem Hafen machen wir jetzt auch Schnellreise, das ist mir einfach gerade zu gefährlich. Segel setzen. Das ist mir gerade zu gefährlich, ich will jetzt nicht mich verhaspeln. So, talk to Ebenezer Hamilton, Pecuni Harbor. Ich tue hier kurz, kurz ankern, ich will mal sehen, was wir hier machen können. Ich glaube, ich gehe hier auch mal in die Kneipe. 15 Münzen für ein Bier, ja, das können wir aber machen. Der alte Bootsmann hat von einer Handelsflotte in Richtung Nassau gehört. Ich habe ihren Standort berechnet und zur Karte zugefügt. Wir mussten uns beeilen, um sie abzufangen. Eine Handelsflotte nach Nassau. Nassau war ja unser zweiter großer Gegner. Oh, interessant. Ich will kurz mal auf die Karte. Ah ne, erstmal talken. The famous John Rackham is at my doorstep. I can't believe this. Welcome to my humble abode. Also der berühmte John Rackham ist an meiner Türschwelle. Ich kann es nicht glauben. Willkommen zu meinem... Weiß ich jetzt nicht. Bescheidenen Heim würde ich jetzt übersetzen. Ich könnte euer Haus mit einer Vielzahl von Wörtern beschreiben. Aber dieses bestimmte Wort, was ich, das kenne ich nicht, wäre keins von denen. Did you rob a Spanish Armada? Kann ich jetzt nicht, sorry, ich bin im Englisch nicht so gut, kann ich jetzt gar nicht übersetzen. Oyo Pirates, there are more honest ways to get rich, you know. Also, es gibt mehr Wege, reich zu werden. Kaufe billig und verkaufe teuer. Hast du das schon mal gehört? Einige Leute... benötigen einen Transport für ihre seltenen Güter auf einem on a low profile. Also wahrscheinlich halt über einen Schmugglerweg oder halt über einen Weg, der wenig kostet. Vieles muss geschmuggelt werden. All of them will pay a good price for Murray's services. Also alle werden ihn gut bezahlen für seine Dienste. Und er ist gewillt, mit uns einen fairen Deal auszumachen. Klingt für mich nicht wirklich nach lohnenswert. Aber wer bin ich, um darüber zu urteilen? Wenn du nach jemandem suchst, der einen Job für dich erledigt, sind wir die richtige Crew. Keine Fragen. Aber wenn du versuchst, uns zu verraten, dann werden alle diese schönen, schimmernden Gegenstände nicht mehr dir gehören, weil ich dir persönlich die Augen auskratze.
Oder Ausschlage. Oh, das ist schön. Sind wir uns einig? Ja, man braucht keine solche Drohungen machen. Mutual Cooperation would be beneficial for both of us. Also eine beiderseitige Kooperation wäre für beide von Wert. Außer... Außer sich anzulegen mit der tödlichsten Piratencrew, das ist wirklich nicht in seinem größten Interesse. Teil des Geld. So, lass uns schnell zum Geschäft kommen. Seine Kontakte sind tiefgehend, denke ich mal. Und was auch immer er uns aussendet für eine Handelsmission, man wird es nicht bereuen. Oder man wird die Wompy Bothered by the Local Authorities. Also man wird sich nicht gerade beliebt machen bei den Autoritäten, bei den anderen Mächten. Irgendwie sowas. Wie gesagt, sorry, ich bin kein guter Übersetzer. Ich versuche mein Bestes. Und das heißt, man wird nicht attackiert bei... Oh. Man wird nicht attackiert von den Kriegsschiffen, die den Hafen beschützen, solange man für ihn auf einer Mission ist. Es sei denn, man greift sie an. Wenn man sie angreift, dann werden sie reagieren. Und wenn wir keinen anderen Weg finden, so eine Mission abzuschließen, dann ist natürlich der Deal geplatzt und der wird uns nicht bezahlen. Making waves in a no-wave zone is bad for business. Also es ist schlecht fürs Geschäft, wenn man in einer friedlichen Zone ja Wellen aufwirft, also auf Aufsehen sorgt. Okay, was ist meine erste Aufgabe? Okay, diese Aufgabe soll leicht sein. Wir müssen nur ein Schiff kapern namens Grand Spike, die nahe dem Dublin Atoll liegt, und es zu ihm bringen. Wenn wir sie verlieren, mit ihr sinken oder sie verkaufen, dann wird er nicht mehr so freundlich sein wie vorher. Und da ist ein berühmtes Kunstwerk, ein berühmtes gestohlenes Kunstwerk, Amber Green versteckt. Und sie wollen natürlich nicht, dass das mit dem Schiff sinkt. Das wäre eventuell schlecht fürs Geschäft, wenn da gestohlene Schätze weg sind. Außerdem, we don't want to kill her either. When you reach the determination, the authorities will take it from there. Okay, er will halt auch nicht, dass die anderen Mächte, also die anderen Fraktionen, das in die Hand kriegen, weil... Ja, weil das natürlich für ihn nicht gut wäre und wir würden 52 Gold dafür kriegen. Genau, wir sollen es nicht versauen. Das ist wahrscheinlich ein neuer Auftrag, oder? Stellen das auf Festung. Ticket zu Kingstown. Genau. Also wir sollen das Schiff Grand Spike kapern, das eben nahe dem Dunkel Atoll ist, und es nach Pecuni Harbor eskortieren. Kriegen dafür 52 Gold. Und wir sollen nicht riskieren, die Mission zu versagen, indem wir zum Beispiel irgendwas angreifen. So, habe ich jetzt verstanden. Ja, okay, also ein weiterer Nebenquestgeber. Okay, Ankerlichten. Wer ist denn für Wahl? Wir können zum Dunklen Atoll dieses Schiff abholen. Wir können nach Kingstown. Wir können die... Boah, diese Karte hier. Irgendwo war doch die Markierung, ne, für die Handelsflotte. Das Nassau, ja, okay, wir können die Handelsflotte verfolgen, das sehe ich aber die Markierung gerade nicht. Oder halt Nassau selber. Ja, netter Mann auf jeden Fall. Wahrscheinlich gut Geschäftsmann, aber schlecht für allgemein. Jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Wir hatten halt beim letzten Mal noch nicht so eine Handelsmission. Ich meine, sie bietet uns gutes Geld. Andererseits Kingstown auch. Ich sehe jetzt nach Kingstown. Kingstown, Segel setzen. Ich mache jetzt was
beim letzten Mal abgeschlossen wurde. Aha, hier ist ein Vor. Captain, wenn ich so eine wunderschöne Stadt sehe, dann möchte ich sie sofort plündern. Aber sie haben eine sehr starke Befestigungsanlage. Wir müssen unser Schiff mit einem Mortar ausstatten und Munition dafür kaufen, bevor sie angreifen. Ich habe übrigens nachgeschaut, Mortar ist eine Erweiterung für Mörser, das ist also keine Anschlagfehler. Ja, wir haben die, wir können die ja machen. Ja, die Stadt ist wirklich schick. Also hier sind die britischen Schiffe, 4 Stück zähle ich. Und hier ist ein Vor. Ja, erstmal will ich ankern. Und ich will ganz teuer hier Segeltuch verkaufen. Aha, hier, für 6 könnte man es kaufen, für 4 könnte man es verkaufen. Ah, es ist umgekehrt. Nee. Wir könnten natürlich jetzt richtig asselig sein und jetzt hier natürlich die massigen Mörsermunition kaufen und die dann niederballern. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, wie viel geben wir denn aus? Wie viel Segeltuch haben wir im Moment? 32. Ich würde mal sagen 20. Dann hätten wir noch 12 mal Segeltuch. Ja, aber wir machen ja hier Verlust. Wir könnten uns hier teuer auch. Nee, warte. Wir könnten uns hier teuer einkaufen und billig verkaufen. Wir machen keinen Verlust. Ja, ich nehme es mal 20. Bietet uns 80 Gold, ja damit. Wir haben jetzt immer noch 12 Mal, das ist in Ordnung. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir uns jetzt mit der Anker lichten. Ich würde gerne erst die Flotte loswerden. Okay, kurz hier die Munition laden. Jetzt haben wir sie geladen. Ich würde erst die Flotte gerne loswerden. Ich weiß nicht, ob wir alle 4 Schiffe schaffen, aber unser Schiff steht ja sehr gut. Danach stehen wir natürlich nicht mehr. Okay, jetzt will ich mal den Mörser ausprobieren. Jetzt ist nämlich dieses Schiff hier direkt vor uns. Ich glaube, das ist im Mörserreichweite. Ich glaube, diese Pfeile da vorne sind der Mörser. Wir haben ja 120 Kugeln für den Mörser. Ich mach das jetzt mal. Ich greife jetzt mal an. Jetzt sind sie natürlich auf uns feindlich. Hat das geklappt? Weiß ich nicht. Oh ja, da kommen sie. Okay, liebe Engländer. Jetzt gelten wir natürlich als Pirat. Ihr greift uns an. Ihr könnt es wagen. Ihr werdet euch besiegen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß, dass wir under attack sind. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht sinken. Das wäre dumm. Komm schon, Männer, ladet die Kanonen. Wir haben halt hier 4 Schiffe gegen uns. Ich hoffe, wir schaffen das. Haben wir ihn getroffen? Ich glaube schon. Na, kommt schon, Jungs. Ach, wir kommen kaum noch vom Fleck. Oh, das liegt, glaube ich, wieder am Wind. Ich glaube, es liegt am Wind, dass wir gerade kaum vom Fleck kommen. Oh, scheiße. Okay, Segeltuch. Können nicht mehr angreifen, glaube ich. Ist das richtig, dass wir nicht mehr angreifen können?
Ja, wisst ihr was? Wirf eine Fassfalle! Scheiße, zwei ausgefallen. Kommt schon Jungs, ihr schafft das. Scheiße. Okay, wir müssen fliehen. Wir müssen fliehen. Beat, lauft! Lauft um euer Leben! Ich weiß nicht, wie man das mit dem Reparaturset macht. Lauft um euer Leben! Volle Segel, flieht! Okay, irgendwie war das nicht die beste Idee, aber keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ja, ich fliehe gerade. Wir sind nämlich. Dann nehme ich nur noch einmal Kanonen. Wir müssen uns verziehen. Okay, kann man denn so, können wir denn so schnell Segel setzen? Ja, können wir. Auf zurück nach Tortuga. Das hat ja mal überhaupt nicht geklappt. Wir haben gerade ziemlich auf die Fresse gekriegt. Captain, wir haben es nicht geschafft, den Hafen zu erobern. Wir müssen auf die Calypso Island zurück, dann mit Saint Siri reden. Ach so, kann man das nicht, dann nicht nochmal probieren, sehe ich das richtig? One von Schnee failed the Ghost's Mission. You now need to return to Calypso Island to talk to Saint Siri. Nein, wir haben es nicht geschafft. Boah, Dreck, ey. Ich glaube, wir brauchen mehr, nee, erstmal werde ich mein Schiff reparieren. Wir haben ziemlich gerade auf die Fresse bekommen. Reparatur. Ja, 500 Münzen für ein Schiffsrumpf. Das war jetzt gerade sehr schmerzhaft. Ich dachte, wir können es schaffen, aber ich glaube, wir brauchen mehr Schiffe, um sowas einzunehmen. Ja, da brauchen wir Nassau gar nicht probieren, ganz ernsthaft. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 8 Minuten. Ach Mann, ja, was machen wir dann jetzt? Wir hatten ja das Geld für ein Upgrade, aber... Ich glaube, ich werde zuerst mal Mannschaftsmitglieder anheuern, definitiv, dass wir wieder voll haben. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch zu James Urie gehen. Erstmal jetzt. Und sagen, dass wir es nicht geschafft haben. Das mache ich jetzt nicht gerne, aber wir müssen. Rackham, du hattest einen einfachen Job. Wie konntest du versagen? Hast du die Granaten mitgenommen, um die Befestigung mit deinem Mörser zu zerstören? Ja, haben wir, aber ich wollte dann erst die Schiffe loswerden. Vielleicht war das auch ein Fehler, vielleicht hätten wir das vorangreifen sollen. Keine Ahnung, ich wollte halt die Schiffe loswerden. Ach, keine Ahnung. Sorry, Freunde, ich wollte da eigentlich nicht verkacken jetzt. Jetzt haben wir noch 7 Minuten. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück. Und ich werde jetzt, glaube ich, doch nochmal ein Upgrade holen. Ich weiß, es hieß erstmal Geld sparen. Aber ich hole mir jetzt ein billiges Upgrade. Weil wir brauchen das Upgrade. Wir haben gerade voll verkackt. Ich glaube, wir brauchen halt ein Upgrade. Wir haben noch 2 Kanonenkugeln. Okay, Kugeln brauchen wir auch wieder. Frachtladen, erstmal Kugeln. Ja. 219, ne? Oder ich werde jetzt hier wieder auf... werde jetzt hier mal 300 holen, dann haben wir insgesamt 310. Ah ne, jetzt hätten wir 301. Dann nochmal 9. So. Ich sagte 9. Dann kaufen wir noch zweimal eine, ist mir jetzt auch egal. Ja, weil wir haben ja gesehen, das geht schnell mal weg. So, jetzt, was wollte ich jetzt machen? Upgrade. Ich will zumindest gucken, ob es irgendein billiges Upgrade gibt. Ja, weil wir haben gerade voll verschissen, wir haben gerade voll auf die Fresse bekommen, das ging gar nicht. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier 479. 559, größerer Rumpf, das ist das... Nee. Das billigste Upgrade ist der Treibanker, 399. Wir können ja zumindest mal lesen.
Je schneller dein Schiff anhalten kann, desto einfacher kannst du Frachtgut einladen und Schiffe entern. Wird der Anker hinter dem Schiff hergezogen, dann kommt er 100% schneller zum Stehen. Klingt jetzt nicht so, als würde man es zwangsläufig brauchen, klingt aber auch nicht so, als wäre es komplett unnütz. Ich kaufe immer mal. Oder was wäre denn das zweiteuerste? Das zweiteuerste war schneller einholen. Ein ortsansässiger Schiffsbauer kann die Takelage umbauen, sodass die Segel schneller einholen. Sodass sich die Segel schneller einholen lassen. Dies verbessert die Einholgeschwindigkeit um 100%. Klingt auch nicht so wahnsinnig praktisch. Der größere Rumpf. Vergrößert den Laderaum auf 120%. Ja, okay, ich lasse die Upgrades nochmal. Upgrades sein. Ja, scheiße, voll verkackt. Wisst ihr was? Ich mache jetzt nochmal Schnellreise. Zu Dark Atoll. Mehr mache ich aber nicht. 5 Tage, 17 Stunden, 685 Meilen. Das Schiff holen tue ich mir aber erst später. Was ist denn hier? Piraten, ne? Ja, okay, hier soll dann das Schiff sein. Ich kann hier jetzt wieder die Piratenflagge machen. Weil wir sind jetzt sowieso schon als Pirat markiert. Und hier verlasse ich jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry fürs Verkacken. Ja, ich weiß, wir hatten noch 4 Minuten Zeit. Aber zur Not machen wir beim nächsten Mal ein bisschen länger, weil ich will jetzt nicht eine Aufgabe anfangen, die wir dann verkacken. Jetzt haben wir echt verkackt bei Kingstown. Ja, aber was hätte ich machen sollen? Also ich glaube, der Fehler war, wir hätten zuerst mit dem Mörser auf das Vorfeuern sollen. Ich wollte halt Schiffe versenken. Aber es waren halt 4 Stück. Ich glaube, daran lag das Problem. Ja gut, beim nächsten Mal werden wir schauen, dass wir dieses Schiff erfolgreich zu dem Händler bringen. Dafür zumindest Geld kriegen. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt bei Kingstown so versagt haben, dann müssen wir Nassau gar nicht anfangen. Weil das ist... oder vielleicht danach, aber nicht sofort. Ja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge zugesagt hat. Und die nächste Folge wird dann ein bisschen länger, weil die jetzt ein bisschen kürzer ist. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.